Ich kann schon mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das mit abbaut, wenn ich das jetzt undefiniere. Ich mache das einfach danach, dann passt das schon. Nicht, dass er mir hier die ganzen Geräte, die ich jetzt setze, lösche. So wie er es mich hier mit den ganzen Beeten gemacht hat. Wenn ich denn hier umbaue, dann wird auch der Raum wahrscheinlich dann wieder zurückgesetzt. Und es baut keiner die Mauer, ne? Die kleinen faulen Schweine. Wer hat hier was von Freizeit gesagt? Und warum läuft er mit dem Stein in die Kantine? Das Ding ist da oben. Ach, weißt du auch, warum er die nicht da nicht hinkommt? Ganz einfach, weil hier eine Mauer zwischen sitzt. Oh, Herr Tegen. Oh, na gut. Vaporize, tear down. Kann ich das einfach runterkloppen? Ja, das konfirm ich doch mal. Ich würde die Tür ganz... Ach so, okay. Das geht einfach so. Nur das ist ja gut. Dann passt das ja. Ich dachte jetzt, die müssen hier unten die Wand rausreißen. Und dann wäre hier ein Luftleck gewesen. Aber dann scheint das ja so zu funktionieren. Ne? Das ist ja gut. Gut, dann machen wir da einen Papp draus. Dann haben wir das schon mal. Dann baue ich hier oben schon mal ein bisschen was hin für den Bartender. Der braucht nämlich auch ein bisschen was. Und hier baue ich noch eine Tür hin am besten, bevor ich das ganz vergesse. Also eine Door. Dann kann sich der Bartender nämlich hier schön gleich das Gemüse und den ganzen Krempel, den er da hat, da gleich mit abbauen, abholen. Objekt. Da brauche ich. Naja. Ich würde sagen, die Bar setze ich mal da hin. Ich drücke das immer weg, ich Idiot. Ich brauche noch einen Ofen. Den Ofen baue ich mal dahin. Den Kühlschrank baue ich dahin. Tables brauche ich auch noch. Baue ich einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Machen wir uns eine schöne Bar. Standing Table. Und naja, machen wir uns hier auch schon mal. Was habe ich denn noch? Ich mache mal eine schöne Pizza-Reklame hin. Oder mal die hier, oder? Mal die hier dran, ne? Oh, confirm. Jetzt brauche ich noch einen Bartender. Bartender, Bartender, Bartender. Keiner kann gut kochen, ne? Das ist ja super. Das ist ja super, Mensch. Bilder, das ist alles 3. Emily, ich nehme eine Frau als Koch. Soll jetzt nicht rassistisch sowieso schon nicht, aber nicht sexistisch sein. Aber Frauen können halt gut kochen. Also nehme ich eine Frau als Bartender, sollte das passen. Das sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Da ist sie auch schon am Shaken hier. Emily Satara. Bartender on Duty. Neutral. Gucken, ob was die denkt. I like the sound the bass float. Very hardworking. Quiet. Somewhat neat. Okay. Ja, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Frage ist, was baue ich jetzt hier hin? Das weiß ich nämlich noch nicht. Ich würde sagen, dass der nächste Raum hier entsteht mit den ganzen Schlafzellen. Hier vorne baue ich so ein bisschen Hospital ein. Obwohl, pennen können ja nicht auch hier, oder? Aber gleich neben der Bar wohnen ist auch nicht so schick, ne? Ach komm, wir bauen einfach hier oben. So ein bisschen mal zum Schlafen bauen.
Dann bauen wir da nämlich die Schlafzellen ein. Und hier drunter bauen wir dann ein schönes Hospital, wie ich schon mal gesagt habe. Und dann, ich werde hier, glaube ich, eine Forschungszentrale umbauen. Ich glaube, ich werde da mal ein bisschen forschen. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Nachher, wenn die ganzen Terroristen kommen, dann brauche ich sowieso nachher Waffen. Das ist ganz wichtig. Die können sich zwar auch so verteidigen, das wollte ich jetzt eigentlich. Achso, Äußerungs, ne? Gut. Gleich neben der Bar. Ja, dann machen wir es erstmal so. Hauptsache, das ist mal eine Tür drin. Haben wir da noch einen Scientist da? Der zur Not. Scientist. Einer von den beiden Minern, okay. Ja, müssen wir sehen. Eins nach dem anderen. Construct. Und Tür bauen wir hier ein, würde ich sagen. Ach, machen wir da ein. Ja, also ich muss sagen, so vom ersten Eindruck her, ich habe das ja schon eine Stunde gespielt, finde ich das Spiel nicht schlecht. Ich habe in manchen Foren gelesen, dass der Umfang noch recht mau sein soll. Aber ich denke mal, so zum Einspielen ist das schon in Ordnung. Und da es sich ja um eine Alpha handelt, denke ich mal, dass da auch noch eine ganze Menge kommen wird. Aber so für zwischendurch finde ich das Spiel eigentlich echt klasse. Man kann sich ein bisschen was aufbauen und das finde ich schon recht wichtig. Und so nach und nach, denke ich mal, wird das Spiel wachsen und gedeihen, so wie alle anderen Alphas auch. Ob das ein Seven Days to Die ist, ob das nur ein The Forest ist. All die Spiele wachsen nach und nach und das ist auch immer ganz interessant zu sehen, wie sich solche Spiele entwickeln. Und ja, hier geht es auch so langsam voran. Hier können übrigens auch noch mal... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Miner habe ich jetzt? Zwei, okay, dann passt das auch. Aber hier können ja nur drei raus. Aber das passt schon, wie ich das so sehe. Ja, dat. Achso, die Tür ist schon drin, sehr gut. Dann kann ich auch hier mal Research reinpacken. Allerdings bei Research gibt es eigentlich gar nicht so viel zu bauen. Resistance Sleep Airlock Research. Ach, ein Schiff. Was sagt er denn? Initialing passive by some films. Dudes a shout. Ach ja, okay. Ich würde mal sagen, das ist netter. Ich bin echt am überlegen, ob ich hier noch eine Mauer ziehe, weil ich sag mal, als Forschungszentrum, da passiert ja nicht viel. Da habe ich nur zwei, glaube ich, nur zwei Computer stehen und mehr nicht. Also das ist schon echt überschaubar. Was kann er denn gut? Er ist gut Security, er ist gut als Bartender, als Techniker, als... Ich bräuchte eigentlich einen Arzt. So. Doktor können nur die beiden sein. Der ist ein guter Techniker. Tja, dann nehmen wir erstmal Techniken. Umstellen kann ich immer noch. Und ich würde sagen, ich ziehe da einfach mal eine Mauer. Dann mache ich den Raum generell zwar ein bisschen kleiner, aber so viel Material muss ich da in der Forschung nicht verbauen. Also wie gesagt, zwei Computer muss ich da nur hinstellen. Und dann war es das. Oder eigentlich auch nur einen, aber...
Falls ich denn doch mal zwei Forscher habe. Research. Kostet 300. Und doch recht fetter. Achso. Kann ich ja wieder nicht, weil ich muss ja das als Research definieren. Und das setzt natürlich auch wieder alles als Research. Naja, gut. Aber es wird sich eh gleich ändern. Der Raum ist ja eh gleich getrennt. Insofern wird sich das gleich von alleine geben. So. Hä? Achso, Research Lab Beta. Ne, das wollte ich gar nicht. Das sollte er gar nicht sein. Unclaim, genau, so von mir. Ne, nicht Unclaim. Claim, aber sollte eigentlich was anderes sein. Unclaim, was brauche ich denn da mal hin? Oxygen. Na, es ist egal. Ich baue erstmal hier das Objekt hin. Ich baue erstmal ein Research Table. Und confirm. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich einen Forscher da hätte. Ein Scientist. Brauche ich da ein Miner, da kann das gut. Aber das ist natürlich auch so schade, ne? Am besten ist es immer, wenn man zwei oder drei Miner hat. Gut. Wird anscheinend nichts. Wenn ich jetzt gerade dabei bin, Research, dann kann ich eigentlich auch gleich mal gucken, was ich mir dann mal hier so bauen will. Heavy Door, Phaser Rifle, das ist doch schon mal klasse. Kann ich hier nicht markieren? Nö, nö, nö. Ach, hier geht das, okay. Sonic Bolt Driver, Phaser Rifle, upgrades all securities to use Phaser Rifles instead of Phaser Pistols, Heavy Door, ich werde glaube ich mal Phaser Rifle erstmal als erstes erforschen. Allerdings dafür brauche ich auch schon wieder Security. Und ich habe hier keinen einzigen Security-Menschen. Aber drei Leute, die Security machen können. Ein Bilder, ein Techniker. Dann mache ich den mal zur Security. Dann wird sich das nach und nach schon ergeben. Da. Babe, du bist hier mit dem Felsen falsch. Du wirst eh gleich umkehren. Was? Ich will ja nichts sagen, aber der Felsen hat da nichts zu suchen, dann muss dahin. Naja. Ach, den hat schon jemand gerade abgeholt, ne? Ja, sehr schön. Oh, eine ganze Weile hier, bis er mal fertig ist da, du. Aber hat's auch gleich. Dann kann ich hier ein paar Betten hinpacken, dann sind die alle nicht mehr so müde. Oh, was geht hier ab? Meine Infektion. Nein, das ist nicht gut. Infektionsböse und hier kommt so ein Viech hier. Uah. Ein Grund mehr. Also ich glaube, ich werde hier gleich einfach eine Mauer zwischenziehen und werde ein Hospital hier einrichten und hier eine Schlafzone einrichten, weil das ist jetzt erstmal wichtig. Ich brauche eine Tür und zwar am besten da. Da siehst du, da sind mich schon wieder ein paar vernibbelt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Können wir gleich hier mal eine Mauer einziehen. Na, das ist ja eigentlich auch blöde, ne? Eigentlich ist das echt blöde. Ich würde eigentlich schon ganz gerne einen richtigen Raum bauen. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich brauche für... für die Einrichtung im Hospital. So, du sollst werden. Du sollst werden. Du sollst werden. Ein... Hä? Ach da. Residenz. Du warst eine Residenz. Und das kann ich noch nicht definieren. Das ist schade. Das ist ein Hospital. Das heißt, ich werde hier auch gleich nochmal eine Tür einsetzen. Schön mittig. Ach so, die stimmt, die ist ja noch gar nicht fertig. Jetzt müsste die aber gleich auf grün springen. Wenn er denn hier mal die Mauer endlich setzen würde. Reichen? Dead, ja. Ja, Leichen werden nämlich hier reingeschmissen. Die werden ganz fachmännisch entsorgt. Die geben wenigstens noch ein bisschen Material ab. Ist ein bisschen makaber, aber nun ja. Wir sind im Weltall, hier gibt es keine anderen Entsorgungsmöglichkeiten. Also ab in... Naja, gut, das sage ich jetzt nicht. Ab in die Raffinerie. Ja, mach doch mal hier die Mauer, dann kann ich doch da weiterarbeiten. Du sollst hier die Mauer machen. Dann kann ich hier ein paar Betten schon reinschmeißen. Aber vielleicht... Ach komm, scheiß drauf. Bau erstmal das Ding da fertig. Und dann ist das gut. Da. Ich würde schon mal so eine... So eine Luft... Recycler hier noch hinbauen, weil das ist ja, glaube ich, schon klar, dass da noch mehr, wesentlich mehr Leute kommen werden. Da kann ich schon mal ein bisschen vorausbauen. Obwohl ich noch 5 in Reserve habe, 5 Plätze, dann passt das eigentlich, aber man kann nie genug Luftrecycler haben. Der Bartender baut fleißig hier schon seine Maiskolben ab, das klingt gut. Mir fehlen jetzt natürlich schön 2 Arbeitskräfte, ne? Das ist natürlich auch klasse. Wir hoffen, dass dann demnächst dann mal wieder neuer Besuch kommt, weil... Oh, sick. Oh, Doktor. Ja, das ist mir klar, dass ich... Ah, ich werde mal einen Doktor hier definieren. Das ist ein Techniker. Das ist nicht gut, wenn ich das mache. Er ist Botaniker, das ist auch nicht gut. Wer kann da noch Botanik machen? Das ist er, das ist aber Bilder, das ist auch nicht schön. Bartender brauche ich auch. Ein Bilder, ja gut, da muss er den Botaniker machen. Und er macht den Doktor. Ja, ist gut, ich habe da zwar keinen Security-Menschen mehr, aber naja, lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Ich werde mal ein bisschen Stoff geben hier, sonst wird das zu langweilig. Und noch ein bisschen mehr Stoff. Ey, dass sie diese eine Wand nicht fertigstellen. Ich kann doch hier nichts machen. The Raider breaching spotted. Prepare, okay. Das heißt, hier wird gleich irgendwo ein... Wird nämlich genau das passieren, was ich gerade sagte. Oder was ich vorhin gerade sagte. Da werden gleich Piraten an Bord kommen. Aber die ganzen Leute hier werden die pauschal angreifen. Von daher
Das wird man gleich sehen. Die brechen hier gleich irgendwo durch. Da. Tada. Alle Attack. Ja, so viel kann ich da jetzt auch nicht mehr machen. Das...